mit den Nummern 090. Und wenn jemand keine Lust hat, gefilmt zu werden, kann er während der Fragerunde nach da hinten gehen und dann ist auch alles super. Wir haben ein volles Programm heute Abend und es wird spannend. Als erstes gibt es nämlich Erik Töpfer zu interoperablen Datenbanken. Danach Jonas Vollmer zum Digital Empowerment. Danach das Recht auf Vergessen mit Franz. Und zu guter Letzt dann noch Juliane Henn und Viktor Schlüter zur Gesichtserkennung stoppen Kampagne. Ja, Erik. Danke, Paula. Okay, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung an die digitale Gesellschaft. Euch allen einen schönen Abend. Das letzte Mal als Redner war ich, glaube ich, 2014 hier, habe damals über die Antiterror-Datei gesprochen. Irgendwie verfolgen mich die Datenbanken oder ich versuche sozusagen den Datenbanken auf der Spur zu bleiben. Heute werde ich reden über die EU auf dem Weg zu interoperablen Datenbanken. Das ist eine Sache, die läuft schon seit einer ganzen Weile. 2016 hat die Kommission eine Mitteilung veröffentlicht, da hieß es irgendwie Stronger and Smarter IT Systems im Bereich Migration, Sicherheit, Asyl. Und da spricht also EU-Kommissar Frans Timmermans und sagt, die Grenzschutz- und Strafverfolgungsbehörden müssen in angemessener Weise auf alle vorhandenen Datenbanken zugreifen können, wenn dies zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgabe erforderlich ist. Es geht hier nicht darum, die EU zu einem Überwachungsstaat zu machen, sondern um den intelligenten, verhältnismäßigen und genau geregelten Zugang zu Informationen, den unsere Grenz- und Sicherheitsbehörden benötigen, um ihrer Aufgabe nachzukommen, uns und die Freiheiten, die wir verteidigen, zu schützen. Kurze Zeit später hat die Kommission dann eine große, also praktisch eine High-Level-Expert-Working-Group eingesetzt, eine Sachverständigengruppe, die praktisch dann eigentlich die Blaupause für ein Gesetzespaket geschnürt hat, was dann später, ein Jahr später ungefähr veröffentlicht worden ist. In dieser High-Level-Expert-Group war, wie das so häufig in der EU ist, waren also zu, sag ich mal, 95% Vertreter der Innenministerien, der Mitgliedstaaten, Vertreter von Frontex, von Europol, und der EU-Agentur für das Betriebsmanagement der großen IT-Systeme, EU-LISA, und so ein bisschen als Zaungäste der Europäische Datenschutzbeauftragte und die Grundrechteagentur der EU. Man hat dann im Dezember 2017 ein entsprechendes Gesetzpaket vorgestellt, wo es eben um diese Interoperabilität der Datenbanken ging. Ich will mal ganz kurz eine Übersicht geben, worum es da eigentlich geht. Also es geht im Prinzip um 6 Datenbanken oder 6 IT-Systeme. Also es sind ja nicht nur kleine Datenbanken, die irgendwo in Straßburg in einem Bunker sind, sondern es sind ja riesige Systeme, die sozusagen, wo Behörden in Tausende von Behörden in den Mitgliedstaaten darauf Zugriff haben und praktisch also kontinental umspannende IT-Systeme. Wir haben also 3 existierende Datenbanken. Das sind hier die blau, dunkelblau eingefärbt sind, das ist das Schengen-Informationssystem, das ist Eurodac, das Visa-Informationssystem. Ich komme nachher noch mal ein bisschen im Detail auf die Systeme zu sprechen, nur um jetzt kurz mal das vorzustellen, worum es im Großen geht. Und dann gibt es 3 Systeme, die sozusagen im Aufbau begriffen sind, das EES, das Entry-Exit-System, Einreise-Ausreise-System, ETIAS, das Europäische Reiseinformations- und Genehmigungssystem, und ECRIS-TCN, das ist ein Strafregistersystem, also wo sozusagen die Vorstrafen von Leuten registriert werden. Und TCN steht für Third Country Nationals, da geht es also ausschließlich um Drittstaatsangehörige. Und verbunden werden sollen all diese 3 Datenbanken oder all diese 6 Informationssysteme durch eben diese verschiedenen Komponenten der Interoperabilität, ein europäisches Suchportal, einen biometrischen Matching-Service, einen gemeinsamen Identitätsspeicher und einen sogenannten Detektor für Mehrfachidentitäten. Warum noch diese dicken schwarzen Kreise sozusagen um die Einzelsysteme? Das ist praktisch diese ganze Geschichte, die praktisch dieses Gesetzespaket, was da im Dezember 2017 präsentiert worden ist, ist dann nach längeren Verhandlungen, aber für EU-Ebene eigentlich relativ überraschend kurze Verhandlungen, im Mai 2019 verabschiedet worden. Und das war, wenn man so will, eine Operation am offenen Herzen, weil ein Teil praktisch der Reformen oder des Umbaus auch dieser anderen IT-Systeme, die da sozusagen betroffen sind, noch gar nicht abgeschlossen ist. Also es gibt sozusagen eine Verordnung, eine Neuverordnung für Eurodac, die zur Verhandlung auf dem Tisch liegt, die ist irgendwie immer noch in der Mache. Jetzt in der neuen Legislatur wird man sich da noch mal ranmachen. Fürs Visa-Informationssystem ist man noch am Arbeiten. Und inzwischen hat man sich aber zumindest fürs Schengen-Informationssystem und die 3 anderen IT-Systeme hat man entsprechende
Umrüstung, Aufrüstung, Erweiterung dieser Systeme beschlossen. Ich will jetzt einfach noch mal kurz, weil ich denke, das ist schon wichtig für die Leute, die sich damit nicht beschäftigt haben bislang, das Revue passieren lassen, um welche Systeme es eigentlich geht. Schengen-Informationssystem, das älteste große IT-System der EU, ist ein polizeiliches Fahndungssystem. Aktuell ist, wenn man so will, eigentlich auch eines der kleinsten Systeme, was zumindest die Speicherung von Personen betrifft, sind 1 Million Personenausschreibungen, also knapp 1 Million Personendatensätze erfasst. Es werden alphanumerische, biometrische Daten erfasst, 30 Teilnehmerstaaten haben wir zugreifen können, wirklich tausende von Behörden in den Mitgliedstaaten, Polizei, Grenzbehörden, Zoll, Justiz, Kfz-Behörden, Konsulate, indirekt können auch Geheimdienste darauf zugreifen, beziehungsweise auch Ausschreibungen einstellen und eben Europol, Eurojust und Frontex, die zwei EU-Agenturen und dieser staatsanwaltschaftliche Kooperationsverbund Eurojust. Das System ist sehr busy, 12.000 Abfragen pro Minute, mehr als 6 Milliarden Abfragen im Jahr. Das heißt, das ist, sage ich mal, das Große, also das ist, obwohl es jetzt von der Zahl der Personenausschreibungen, sage ich mal, nicht das zentrale oder nicht das riesige System ist, ist es das zentrale System für Polizei und Polizeikooperation in der EU mit eben dieser hohen Abfragezahl pro Minute. Übermittlungen sind da, es ist in der Regel ist es ein Hit-No-Hit-Treffer, das heißt, wenn also ich beispielsweise an der Polizeikontrolle lande, also das Schengen-Informationssystem kann über INPOL, das polizeiliche Informationssystem in Deutschland, abgerufen werden, dann zeige ich meinen Ausweis oder meinen Führerschein, dann wird geguckt, ist Erik Töpper im Schengen-Informationssystem und eben in anderen Informationssystemen der deutschen Polizei erfasst, dann gibt es einen Treffer, wenn da also dann irgendwie ein Hinweis darauf ist, dass ich von einer ausschreibenden Behörde in meinetwegen Portugal oder Polen gesucht werde, kann die Polizei mich sozusagen beiseite nehmen, muss dann aber eben erst in einem weiteren Schritt sich Zusatzinformationen über den sogenannten Sirene-Verbund anfragen. Und dann erfährt sie sozusagen mehr über mich und den Grund auch zu so einer Ausschreibung. Zweites System, Eurodac, seit 2003 am Start. Das ist das System zur Anwendung des Dublin-Regimes und zur Registrierung irregulärer Migration. Es ist eine große Fingerabdruckdatenbank, wo sozusagen jeder Asylsuchende und jeder Mensch, der bei der unerlaubten Einreise oder beim unerlaubten Aufenthalt im Hinterland der Europäischen Union angetroffen wird, erfasst wird. 32 Teilnehmerstaaten. Es werden, wie gesagt, Fingerabdrücke gespeichert, es werden keine Namen gespeichert. Die Namen sind sozusagen über eine Identifikation oder über eine Kennnummer dann mit anderen Systemen gekoppelt. Es geht eben erstmal darum zu erkennen, also Zweck des Systems ist sozusagen, stellt jemand einen Asylantrag in einer BAMF-Außenstelle in Nürnberg oder in Berlin oder so, gibt seinen Fingerabdruck da ab, dann wird das sozusagen abgeglichen und man stellt fest oder stellt auch nicht fest, aha, der war ja schon mal in Griechenland, ist der sozusagen erkennungsdienstlich behandelt worden. Mit entsprechenden Folgen wie eben einer Zurückschiebung dann nach Griechenland potenziell. Ursprünglich war das ein System, was rein zu Zwecken der Migrationskontrolle und des Migrationsmanagements eingerichtet worden ist, vor mittlerweile 17 Jahren. Seit 2015 können aber auch, und das ist so ein grundsätzlicher Trend für die IT-Systeme im Bereich Migration, eben auch Polizei- und Strafverfolgungsbehörden auf das System zugreifen, bislang unter relativ engen Bedingungen, um eben zu gucken, wir haben eine Tatortspur von jemandem, die wir nicht zuordnen können, wir haben sozusagen alle Systeme, auf die Polizei im Standardbetrieb zugreift, abgeglichen, nichts gefunden und dann, na gut, uns fällt nichts weiter ein, dann können Sie es auch nochmal bei Eurodac probieren. Aktuell 5,2 Millionen Datensätze, oder nicht aktuell, Ende 2017 ist die aktuellste Zahl, die ich gefunden habe. Das sind nicht gleichbedeutend mit 5,2 Millionen Personen, weil auch pro Person mehrere Eurodac-Datensätze existieren können. Also wenn beispielsweise jemand in Griechenland in Moria erfasst wird, dann weiterwandert, nochmal in Ungarn erfasst wird, dann in Österreich nochmal und dann in Deutschland, dann gibt es sozusagen für eine Person 4 Datensätze. Wie viele Personen sozusagen erfasst sind, ist auch völlig unklar, lässt sich nicht nachvollziehen. Drittes System, auch schon seit einer ganzen Weile am Laufen, seit 2011, das Visa-Informationssystem. System zum Austausch von Daten über Kurzzeit-Visa-Antragsteller. Bislang. Diese Neuverordnung, von der ich gesprochen habe, da ist geplant, das Visa-Informationssystem sozusagen zu erweitern, um Länge, also Langzeitvisa und Aufenthaltstitel.
Das heißt, wenn das durchgeht, und ich zweifle nicht daran, dass das durchgeht, weil da gab es bislang wenig Widerstand auch aus dem Parlament und dem Rat, ist das, heißt es, dass dieses Visa-Informationssystem eigentlich zu einem europäischen Ausländerzentralregister aufgebaut wird. Also das, was wir in Deutschland schon haben, eine der größten zentralen Datenbanken in Deutschland ist ja das Ausländerzentralregister mit mehreren zweistellige, ich glaube 11, 12 Millionen Leute plus Visa-Antragsteller, die da auch erfasst sind, dann würde sozusagen das Visa-Informationssystem ein europäisches Ausländerzentralregister werden. Also das ist die Perspektive dafür. Gespeichert werden eben wieder alphanumerische Grunddaten über Name, Geburtsort und so weiter, Fingerabdrücke von allen Personen ab 12, Gesichtsbilder, Informationen zum Visumsantrag. Zugriff durch Konsulate und Grenzbehörden ist klar, aufgrund des Zweckes. Asyl- und Einwanderungsbehörden können es aber auch nutzen, um sozusagen die Daten im Asylverfahren zu verarbeiten. Und ähnlich wie bei Eurodac, beim Visa-Informationssystem aber von Anfang an, können eben auch Polizei- und Strafverfolgungsbehörden auf das Visa-Informationssystem zugreifen, um eben zu gucken, ob beispielsweise eine Tatortspur sich mit einem Fingerabdruck, der da im WIS erfasst ist, sozusagen matcht. 26 Teilnehmerstaaten. Datenbestand Mitte 2018, 55 Millionen gespeicherte Visa-Anträge, davon, oder eben, also das heißt Datensätze für Personen, 47 Millionen Fingerabdrücke. Oder Fingerabdruckdatensätze, weil, wie gesagt, ist ja auch deutlich mehr Finger erfasst werden. So, jetzt kommen wir zu den Datenbanken, die im Aufbau sind. Einreise-Ausreisesystem ist ein System zur Erfassung aller Einreisenden und ausreisenden Drittstaatsangehörigen an den EU-Außengrenzen. Also das heißt an den Landaußengrenzen, an den Flughäfen und Seehäfen. Soll zukünftig, wenn dieses System dann voraussichtlich im Jahr 2022, ich bin da noch ein bisschen skeptisch, werden wir sehen, in Betrieb, soll also sozusagen an all diesen Außengrenzen irgendwie die Möglichkeiten zur biometrischen Registrierung vorhanden sein, damit eben die einreisenden Drittstaatsangehörigen sich da erfassen lassen und diese Daten dann in eben eine zentrale Datenbank gespeichert werden, eben in diesem EES, dem Einreise-Ausreisesystem. Zugriff auch natürlich Grenz- und Visums- und andere Behörden, die eben Einreise- oder Aufenthaltsberechtigungen prüfen sollen, aber auch hier Zugriff durch Polizei- und Strafverfolgungsbehörden zur Bekämpfung terroristischer, in Anführungsstrichen deswegen, weil es aus dem Gesetzestext ist, oder sonstiger schwerer Straftaten. Dieser Begriff der sonstigen schweren Straftaten ist so eine Sache, die so ein bisschen vage bleibt. Das kann also auf der Ebene der Mitgliedstaaten mitunter auch mal in Polen hatten, was für einen europäischen Haftbefehl, kann das auch ein Fahrraddiebstahl sein, der da sozusagen verfolgt wird. Inbetriebnahme, wie gesagt, für 2022 geplant. Und das wird sozusagen die Megadatenbank werden, weil geplant ist oder prognostiziert wird, dass im Jahr 2025 rechnet man damit, dass also 300 Millionen Einreisen im Jahr stattfinden werden, die dann eben, also durch Drittstaatsangehörige, die dann eben bedeuten, dass da sozusagen 300 Millionen Leute von außerhalb Europa in dieser Datenbank zentral erfasst werden. Sinn und Zweck der Übung ist bislang eigentlich nur, dass man sogenannte Visa- oder Overstayer identifizieren will, also Leute, die in die EU einreisen mit einem Visum oder einem anderen Aufenthaltstitel und dann sozusagen nicht oder verspätet wieder ausreisen. Und weil man die sozusagen bei der Einreise und bei der Ausreise erfasst, würde man sie bei der Ausreise dann letztlich ausbuchen, aber und weiß dann, aha, okay, wir haben jetzt so und so viele Leute, die sich sozusagen länger, als sie eigentlich dürfen, in der EU aufhalten. ETIAS, ein System, was sozusagen nicht biometrisch, also was ausnahmsweise keine biometrischen Daten erfasst, ist das Electronic Travel Information and Authorization System, elektronische Reiseinformations- und Autorisierungssystem, ist im Prinzip, soll das ein europäisches Äquivalent zu ESTA werden, also praktisch diesem System, ihr kennt es vermutlich, oder die von euch, die schon mal in den USA waren, da muss man sich ja, bevor man einreist, um sozusagen visafrei einreisen zu können, eben online schon mal vorregistrieren und sagen, ja, ich will dann und dann in die Vereinigten Staaten einreisen. Nein, ich habe keine ansteckenden Krankheiten, ich war nicht an terroristischen Anschlägen beteiligt und. Also eine Liste von Fragen irgendwie abarbeiten. Und dann läuft im Hintergrund sozusagen eine relativ intransparente Datenverarbeitung und dann heißt es, ja, Sie dürfen rein oder nein, Sie dürfen nicht rein, dann kann ich Beschwerde einlegen. Und dasselbe soll ETIAS sozusagen für die EU leisten. Ist also ein Ziel, ist es sozusagen ein Pre-Screening von eben Menschen, die ohne Visumszwang in die EU einreisen können, zu betreiben. Und da sollen Sicherheitsrisiken erkannt werden, Risiken irregulärer Einwanderung oder hohe Epidemierisiken. Also vermutlich würde das jetzt mit dem Coronavirus entsprechend auch tariert werden, um eben zu gucken, wer kommt aus welchen Gegenden, wo eventuell schon
die Pandemie sozusagen sich Raum greift. Auch hier können sozusagen auf die Daten, die natürlich, also es findet natürlich die Datenverarbeitung, die findet statt und gleichzeitig werden aber die Daten eben auch gespeichert in der zentralen Datenbank. Auch da können Polizei- und Strafverfolgungsbehörden unter bestimmten Bedingungen darauf zugreifen, um eben zu schauen, praktisch Informationen über Personen zu suchen. Inbetriebnahme ist für Ende 2021 geplant. Und zu guter Letzt, ECRIS-TCN, das zentrale Strafregister für Drittstaatsangehörige. Es gibt schon ein Strafregister für EU-Bürgerinnen und Bürger. Das ist allerdings ein dezentrales System. Also das sind sozusagen eigentlich die nationalen Strafregister, die in irgendeiner Form miteinander vernetzt sind. Und das soll jetzt eben parallel dazu, möchte man jetzt auch eins für sozusagen nicht EU-Bürgerinnen und Bürger schaffen, was dann aber eine zentrale Datenbank sein wird. Und das ist praktisch, soll jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren in Betrieb gehen. So, kommen wir zur Interoperabilität. Es geht also, wie gesagt, um 6 IT-Systeme, die man jetzt irgendwie praktisch miteinander, wie es so schön heißt, interoperabel machen will. Was plant die EU? Ich weiß nicht, ob diese Grafik, ich werde mal versuchen, einfach diese Grafik sozusagen zu erläutern und dann wird es hoffentlich klarer, was geplant ist. Also, es soll praktisch aus einem Teil dieser 6 Datenbanken, nämlich namentlich 5, Einreise-Ausreisesystem, ETIAS, Visa-Informationssystem, Eurodac und dieses Strafregistersystem für Drittstaatsangehörige und dem Schengen-Informationssystem, möchte man die dort vorhandenen biometrischen Daten in ein sogenanntes Biometric Matching System schmeißen. Zudem möchte man dann alphanumerische Daten und die Daten wiederum aus diesem Biometric Matching System in ein sogenanntes, oder ein Teil praktisch, also weil die SIS-Daten da nicht rein sollen, einen Teil dieser Daten in einen gemeinsamen Identitätsspeicher werfen. Also im Prinzip, wenn man so will, bedeutet das, dass man es eigentlich mit einer Teilfusion dieser existierenden Datenbanken zu tun hat. Also das heißt, ein Teilbestand der Datenbanken, alphanumerische Daten zu Namen, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Geschlecht, kommen in diesen gemeinsamen Identitätsspeicher. Die biometrischen Daten, Fingerabdrücke, Gesichtsbilder kommen eben auch teilweise in diesen gemeinsamen Identitätsspeicher, womit man praktisch einen Teil eben dieser 6 oder 5 Datenbanken durch eine zentrale Komponente mehr oder weniger ersetzt hat. Dann wird es noch geben einen multiplen oder also einen Detektor für Mehrfachidentitäten. Man muss sehen, Hintergrund praktisch dieser ganzen Initiative war unter anderem, waren die Anschläge eben in Paris und Brüssel, wo man ja dann eben auch feststellte, okay, da reisen Leute auch mit gefälschten Identitäten durch die Gegend und man jetzt sagte, okay, wollen wir verhindern, wir wollen eben nicht mehr, dass hier Leute mit Mehrfachidentitäten irgendwie sich in Europa so einfach bewegen können, sodass praktisch hier dieser Mehrfachidentitätsdetektor, der gleicht also die existierenden Daten, die alphanumerischen Daten und die biometrischen Daten miteinander ab und guckt, wo gibt es Übereinstimmungen aus den unterschiedlichen Datenbanken, um dann zu sagen, aha, okay, also da haben wir eine Person, die hat denselben Namen im Schengen-Informationssystem mit demselben Geburtsort und demselben Geburtsdatum und wir haben eine andere Person praktisch mit den Daten, die ist im Visa-Informationssystem gespeichert, die hat aber 2 unterschiedliche Fingerabdrücke, also irgendwas ist hier faul. Und dann schlägt sozusagen dieser Mehrfachidentitätsdetektor an und setzt sogenannte, ich sag mal Alarme, mir fehlt jetzt der aktuelle Begriff, aber setzt sozusagen einen Marker, der eigentlich manuell dann nochmal überprüft werden soll. Also das heißt, da sollen dann nochmal Leute in den Sirene-Büros, also in Deutschland wäre das BKA, nochmal raufgucken, manuell überprüfen, ist das wirklich so, also stimmen wirklich, sind die Fingerabdrücke wirklich verschieden, um dann zu sagen, okay, wir haben es wirklich tatsächlich mit jemandem zu tun, der oder die irgendwie sich mit unterschiedlichen Identitäten in Europa bewegt. Oder eben feststellen, nee, da waren einfach die Bilder, sag ich mal, unscharf oder so, oder es gab ein False Positive bei dem biometrischen Abgleich und insofern ist da alles in Ordnung. Es wird aber auch eine Fülle von Leuten geben, wo man das sozusagen nicht manuell sofort nachvollzieht, die dann einfach so einen Warn Flag praktisch durch diesen Detektor da bekommen.
Und praktisch übergeordnet, und das ist letztlich eigentlich die zentrale Komponente, ist das sogenannte europäische Suchportal, die eben über das Polizei sozusagen auf diesen gemeinsamen Identitätsspeicher, also Polizei und diverse andere Behörden, auf diesen gemeinsamen Identitätsspeicher zugreifen können soll, auf das Schengen-Informationssystem, auf den Datenbestand von Europol und auf eine bestimmte Anzahl von Interpol-Datenbanken. Das heißt, es ist im Prinzip eine Suchmaske, wo man jetzt eben nicht mehr umständlich in, sag ich mal, verschiedenen Datenbanken parallel suchen muss, sondern ich einmal eben was eingebe, suche Erik Töpfer oder suche auch nur einen Fingerabdruck, eben auch wieder eine Tatortspur, die man nicht zuordnen kann, gibt die praktisch in diese Suchmaske ein und dann findet man oder findet man eben nicht Leute, die eben in einer dieser 6 Datenbanken plus Europol oder Interpol Datenbeständen erfasst sind. Das ist also das, ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich geworden, was man da sozusagen technisch machen will. Das ist das, was die EU derzeit plant. Kostenpunkt ungefähr 500 Millionen für den Aufbau dieser Interoperabilitätskomponenten, eine weitere Milliarde für, sag ich mal, die Aufrüstung der existierenden IT-Systeme. Also den Aufbau der noch nicht existierenden IT-Systeme und die Aufrüstung der bestehenden IT-Systeme. Das ist das, was die Kommission geschätzt hat. 1,5 Milliarden ist also der Preistag, der da dran ist. Ich glaube, das wird deutlich teurer werden. Also ist zumindest die Erfahrung, die irgendwie es in den letzten Jahren gezeigt hat, bei anderen, also als sie das Schengen-Informationssystem vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so modernisiert haben, ist das, glaube ich, 8-mal so teuer geworden, hat irgendwie 7 oder 10 Jahre länger gedauert. Meine Vermutung wäre, dass das hier auch nicht so flott geht, wie die Kommission sich das vorstellt. Man ist inzwischen ein bisschen professioneller geworden, macht es nicht mehr selbst, sondern hat sich eine eigene Agentur für das Betriebsmanagement der großen IT-Systeme geschaffen, diese EU-LISA mit Sitz in Tallinn. Also es kann sein, ja, dass es vielleicht ein bisschen flotter geht als vorher, aber es gibt schon jetzt, sag ich mal, Warnsignale aus Tallinn, wo die sagen, oh, das ist aber doch ganz schön ambitioniert und wir haben ja bislang nur 250 Leute. Wir brauchen einfach mehr Personal, um all das zu stemmen. Gleichwohl, letztendlich sind diese IT-Systeme in der Vergangenheit an den Start gegangen und ich denke, man muss sich auch keinen Illusionen hingeben, auch diese Pläne werden irgendwie realisiert werden, früher oder später. Zu den Problemen. Ganz klar, unverhältnismäßige zentralisierte Speicherung von Daten, zumeist unschuldiger Personen auf Vorrat. Weil ich meine, nur weil die Leute sozusagen einreisen, weil sie ohne dass sie ein Visum brauchen oder mit Visum oder weil sie als Asylsuchende nach Europa kommen, lassen sie sich ja nicht zu Schulden kommen. Gleichwohl werden die Daten auf Vorrat gespeichert und potenziell einem späteren polizeilichen Zugriff sozusagen geöffnet. Und damit komme ich auch schon zum zweiten Punkt, diskriminierender Generalverdacht gegen Nicht-EU-Bürger und Bürgerinnen. Also weil, ich weiß nicht, auf meine Daten kann so ohne weiteres die Polizei nicht zugreifen, also zumindest nicht auf meine Fingerabdrücke. Im Einwohnermelderegister kann sie mich schon finden, aber meine Fingerabdrücke sind so schnell nicht zu finden, wohingegen also zukünftig schätzungsweise 300 Millionen Personen mit ihren Fingerabdrücken erfasst sind und sozusagen bei jeder Straftat, wo irgendwo Tatortspuren gefunden werden oder vielleicht zukünftig auch, wenn man irgendwie auf Gesichtserkennung setzt, dann eben auch sozusagen, wo es Videoaufnahmen, Videoüberwachungsaufnahmen gibt, man dann auf die Idee kommt bei der Polizei, wenn man sozusagen mit den nationalen Systemen nicht weitergekommen ist, zu sagen, na gut, dann gucken wir doch mal, wir haben da doch diesen riesigen Datenpool, schauen wir doch mal, ob wir da nicht zufällig was finden. Und das bedeutet natürlich, dass im Kern praktisch einer der Grundsätze des Datenschutzes, nämlich die Zweckbindung, Daten werden zu einem bestimmten Zweck erhoben, nämlich um meinetwegen Migration zu kontrollieren oder zu managen, das Dublin-Verfahren zu effektivieren oder so, jetzt plötzlich anderen neuen Zwecken zugeführt werden. Dann hohes Missbrauchspotenzial, wenn man sich überlegt, was für ein riesiger Datencontainer da geschaffen wird. Ja, und dann heißt es, das finde ich, also wenn man diese Verordnung liest, da ist also abenteuerlich, es liest sich oft wie ein technisches Lastenheft. Also ich glaube, falls Juristen oder Juristinnen unter euch sind, ich glaube, es wäre spannend, mal einfach zu gucken, wie euch das damit geht, weil, also wie gesagt, teilweise liest es sich wie ein technisches Lastenheft und dann sind aber auch so Formulierungen drin, wie dass im Prinzip die IT-Sicherheit gemeinsam gewährleistet wird von EU-LISA, Europol und den Behörden der Mitgliedstaaten, wo man sich dann eigentlich fragt, ja, wer denn nun eigentlich? Also das ist sozusagen, da ist viel auch an Verantwortungsdiffusion
Insbesondere soll es zwar EU-Leser richten, die dann für die IT-Sicherheit zuständig sind, aber es bleibt eben das Missbrauchspotenzial natürlich auch, also nicht nur, dass dieser Container angreifbar ist, weil letztlich sind das VPN-Tunnel, durch die diese Dinge miteinander kommunizieren, da werden ja jetzt nicht extra Kabel gelegt. Missbrauchspotenzial natürlich aber auch durch, sag ich mal, rechtswidrige Abfragen durch Behördenmitarbeiterinnen oder Mitarbeiter. Also einfach mal gucken, was erfahren, was wollen wir. Wir wollen was wissen über diesen oder jenen, sind zwar nicht berechtigt dazu, gucken aber mal. Gibt zwar Protokollierungspflichten, Datenschutzaufsicht allerdings nur alle 4 Jahre durch die Behörden oder durch die Datenschutzaufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten. Und es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass also nicht nur in Deutschland, der BFDI ist zwar jetzt deutlich aufgestockt worden, aber in den Ländern pfeifen die ja aus dem letzten Loch jetzt auch mit der Umsetzung der DSGVO, dass es in anderen Ländern teilweise noch schlimmer aussieht. Also ich glaube, in Griechenland ist das mehr oder weniger maximal, sind das maximal 15 Leute, also die dann in der Datenaufsichtsbehörde arbeiten. Die kriegen jetzt sozusagen on top nochmal eine neue Pflicht, dass sie alle 4 Jahre sozusagen die Nutzung dieser Systeme in ihrem Land prüfen sollen. Und es gab schon vor, glaube ich, 2 Jahren war es, da hat die sogenannte Schengen Supervisory Group, also praktisch der Verbund von Datenschutzaufsichtsbehörden, der für die Kontrolle des Schengen-Informationssystems zuständig ist, wirklich einen Brandbrief nach Brüssel geschickt an den damaligen Parlamentspräsidenten und gesagt, wir sind nicht mehr in der Lage, unsere gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. Uns fehlt das Personal, es ist zu viel, die Mitgliedstaaten statten uns nicht adäquat aus. Jetzt sagt man so, naja, ihr macht jetzt einfach mal noch eins, aber dass da wirklich, sag ich mal, ein erhöhtes Personal oder neue Ressourcen mitkommen, das ist, glaube ich, fragwürdig oder fraglich. Und ein letzter Punkt, den ich noch machen will, weil das vielleicht auch so ein bisschen die Frage, vielleicht für die Diskussion nochmal, was kann man jetzt eigentlich machen, ist, dass diese Verordnung, die, sag ich mal, in der Summe, also man hat praktisch die beiden Interoperabilitätsverordnungen und dann hat man noch die ganzen Dinge, die sozusagen relevant sind für die Regulierung der einzelnen IT-Systeme. Das sind ein gutes Dutzend Rechtsdokumente, 480 Seiten oder so, ich habe es mal versucht zu zählen, also 480 Seiten an Gesetzestext, da sind Dinge dabei, wo praktisch noch man am Arbeiten ist. Also es ist auch ein Living Puzzle, also ein sich ständig bewegendes Puzzle. Der europäische Datenschutzbeauftragte hat damals gesagt, als er praktisch das Gutachten sagte, er kann es eigentlich gar nicht beurteilen, weil die Dinge noch nicht mal fertig sind. Also wie soll er sozusagen eine abschließende Bewertung dessen vornehmen, wenn praktisch da noch Dinge in Bewegung sind und die Dinge werden in Bewegung bleiben. Und auch selbst in diesen 450 Seiten, in den Interoperabilitätsverordnungen, das sind dann natürlich weniger, sind vielleicht summa summarum 60 Seiten oder so, da ist es so, dass also vieles an Feintuning behält sich die Kommission vor. Also beispielsweise, wann ist denn ein biometrischer Treffer eigentlich ein Treffer? Oder wie sieht das Zugriffsrechte-Management nachher aus? Also wenn dann sozusagen, weil die Zweckbindung, die, wo ich jetzt beklagt habe, die fällt eigentlich weg oder erodiert, die möchte man gewährleisten dadurch, dass man also sagt, okay, wir machen ein fein ziseliertes Zugriffsrechte-Management, wo also der BAMF-Mitarbeiter oder die Polizistin in Mecklenburg-Vorpommern, die im Streifendienst ist, eben die Zugriffsrechte hat und der BAMF-Mitarbeiter die Zugriffsrechte und in Griechenland meinetwegen das Konsulat hat nur die und die Zugriffsrechte. Aber all das ist natürlich nicht in diesen Hauptverordnungen geregelt, sondern das wird später durch Durchführungsrechtsakte und delegierte Rechtsakte der Kommission entschieden werden. Und das sind Instrumente auf EU-Ebene, wo also, sag ich mal, die demokratische Kontrolle durch das Parlament äußerst schwach sind. Also bei den delegierten Rechtsakten ist es so, da hat das Parlament in der Regel 2 Monate Zeit, sich zu äußern. Und nur wenn die in der Zeit irgendwie in der Lage sind zu verstehen, was ihnen da vorgelegt wird, sag ich mal, an letztlich technischen Details, und dann den Finger heben und sagen, wir sind nicht einverstanden, dann kommt sozusagen dieser Rechtsakt nicht durch. Bei den Durchführungsrechtsakten ist es so, dass die Kommission sich mit Leuten aus den Mitgliedstaaten im sogenannten Komitologieverfahren an einen Tisch setzt, um die Dinge auszudiskutieren und diese technischen Details zu regeln. Und auch da ist es dann so, dass die Dinge eigentlich automatisch in Kraft treten, wenn nicht das Parlament sozusagen ein Stoppschild hebt. Und wie es sehr häufig so ist, der Teufel steckt im Detail. Und das ist auch so, dass praktisch dieses Zugriffsrechte-Management, da möchte man, da steht in der Verordnung, soll jährlich überprüft werden und aktualisiert werden bei Bedarf. Also das heißt, man ändert in Griechenland ein Gesetz, Befugnis der Polizei wird erweitert oder ja, und dann
Wären die sich in so einem Komitologieverfahren, werden die Griechen dann die Hand nehmen und sagen, also wir sind eigentlich der Meinung, dass wir jetzt diesen Durchführungsrechtsakt entsprechend anpassen müssten. Und ob dann, sage ich mal, diese Zweckbindung zumindest in unserem herkömmlichen Verständnis noch gegeben ist oder ob nicht dann die griechische Polizei ganz andere Dinge damit machen kann, beispielsweise, ja, man das für, sage ich mal, eher geheimdienstliche Operationen nutzen oder so, gibt ja durchaus Behörden in Mitgliedstaaten, wo die Geheimdienste sozusagen eigentlich polizeilicher Staatsschutz sind. Also all das ist sozusagen eine offene Frage. Entscheidend ist es, glaube ich, insofern, also neben, sage ich mal, der grundsätzlichen Kritik, die man weiter artikulieren sollte, man kann natürlich fordern, praktisch die Datenschutzbehörden entsprechend aufzustocken, dass man praktisch jetzt nochmal guckt, was passiert da eigentlich im Detail. Und ich glaube, dass die Leute im Parlament da, also durchaus, also im Europaparlament da durchaus Hilfe bräuchten, weil also meine Erfahrung beispielsweise mit dem Ausländerzentralregister in Deutschland, also ich weiß nicht mehr, vielleicht hat sich einer von euch mal den Anhang zur Durchführungsverordnung für das Ausländerzentralregister angeguckt. Das ist sozusagen der Anhang, wo in riesigen Tabellen definiert wird, wer wann zu welchen Zwecken Zugriff auf das Ausländerzentralregister hat. Das zu durchdringen ist, glaube ich, wirklich hohe Kunst. Da kann man sich wahrscheinlich, gibt sicherlich Leute im Bundesverwaltungsamt, die das jeden Tag machen und da sehr genau wissen, was bedeutet. Aber ein Parlamentarier oder eine Parlamentarierin in Brüssel wird solche Dokumente mit Sicherheit nicht verstehen. Also da ist definitiv Expertise gefragt. Okay. Vielen Dank. Danke dir. Dann würde ich jetzt mal die Frage- oder Diskussionsrunde eröffnen, wenn jemand Lust drauf hat. Ja. Ja, danke für deinen Vortrag. Wenn ich mir das so anhöre, zumal in den meisten Datenbanken ist es so, dass die Polizei Zugriff drauf hat. Es genügt in irgendeinem der beteiligten Staaten, der auf all diese Datenbanken Zugriffen hat, ein privilegiertes Terminal und dann kann man doch diese gesamten Daten sich holen aus allen Datenbanken und die wiederum in einer eigenen Datenbank vernetzen. Dagegen gibt es überhaupt gar keinen Schutz, oder? Das wäre schon durch dieses Zugriffsrechte-Management gewährleistet, also dass du sozusagen nur den Teilbestand, der dir zugänglich ist. Und du suchst ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass du dir das einfach copy-paste-mäßig sozusagen auf deinen USB-Stick ziehen kannst, sondern du müsstest ja über dieses Portal, dieses Suchportal nach bestimmten Kriterien suchen. Ja, Ja, du hast recht, es gibt Missbrauchspotenzial, aber dass du sozusagen den gesamten Datenbestand da einfach ziehst als, sag ich mal, Polizist, der, sag ich mal, nicht technisch basiert ist. Ich sehe das Problem für den gesamten Datenbestand, also hinsichtlich Integrität durch Hackerangriffe. Das ist mit Sicherheit da. Ich meine, wir wissen, dass die NSA Interpol versucht hat auszuspähen und ähnliche Dinge. Also, und dass solche, also dass, sag ich mal, solche 300 Millionen biometrische Daten, also Datensätze mit biometrischen Daten, na, was gibt es denn Spannenderes für einen Geheimdienst eines anderen Landes? Also, aber wie gesagt, also praktisch die Gefahr jetzt durch den oder die einfache Polizistin, da sehe ich nicht. Also ja, zumindest nicht in dem Umfang. Das ist die Frage, wie viele Zugriffe kann eines dieser Terminals tätigen? Ja? Also ist es irgendwie beschränkt? Weil das kann man natürlich alles skripten, das kann man alles automatisieren. Mhm. Ja? Und natürlich auch für ausländische Geheimdienste ist das natürlich super interessant. Mhm. Ja, das also man definitiv hat ein unheimlich großes Missbrauchspotenzial. Also diese Datenbanken, ja, das ist irgendwie das Gold des 21. Jahrhunderts. Ja, das Schlimme ist halt, wenn das dann noch gekoppelt wird, quasi mit weiterer Gesichtserkennung plus Drohnenangriffen plus Tötungsmaschinen plus, man weiß ja nie, wer plötzlich zu einer terroristischen Gruppe erklärt wird. Also Erdogan hat unheimlich viel Macht und erklärt quasi Verbündeten der USA, erklärt die zu Terroristen. Ja? Und das sind schon für mich sehr gefährliche Tendenzen. Definitiv. Ich wollte mal fragen, in der Vergangenheit gab es ja bei einigen europäischen Datenbanken interessante Möglichkeiten der Suche, also bei den Suchfeldern, dass man auch also nach Dingen suchen konnte, die vielleicht gar nicht hätten da sein sollen, soweit ich mich erinnere. Beispielsweise gab es da nicht mal bei Europol auch
Einträge über sexuelle Orientierung und so, die eigentlich hätten nicht da sein können. Siehst du da noch vielleicht in Kombination andere Missbrauchsmöglichkeiten oder vielleicht auch Fehler, die vorher schon nicht behoben worden sind und die jetzt noch mal gravierender werden in dem Kontext? Also, sag ich mal, der Bestand der Daten ist relativ basal. Also das sind wirklich eher Daten, die der Identifizierung dienen. Also da sind jetzt nicht großartig Hintergrundsdaten zu sexueller Orientierung oder, sag ich mal, ethnischer Herkunft oder so drin. Oder, sag ich mal, eine komplette Strafakte, die da irgendwie abgerufen werden könnte. Das sehe ich nicht. Was jemand mal in einem Text, kann ich sehr empfehlen, Chris Jones von Statewatch hat eine wunderbare Broschüre zu dem Thema gemacht. Da sagt der, was praktisch das Risiko von ist natürlich auch, dass wenn irgendwo Leute angetroffen werden, ja, die Polizei oder die Grenzpolizei für Ausländer hält und die haben keinen Eintrag in dem System bei einem Abgleich, dass dann auch einer davon ausgegangen wird, mit euch stimmt doch was nicht. Ja, weil man eigentlich davon ausgeht, im Prinzip wird ja da lückenlos jeder Drittstaatsangehörige erfasst. Das heißt, wenn man jemanden erfasst, den die Polizei für einen Drittstaatsangehörigen hält, der keinen Eintrag hat, kann selbst das dann ein Problem werden. Also das ist so ein, jetzt bei Daten, die nicht da sind, irgendwie das, was mir dazu einfällt. Aber also praktisch andere Sachen sehe ich da jetzt erstmal nicht. Also weil, wie gesagt, das ist Name, Geburtsdatum, Nationalität, Geschlecht, Fingerabdrücke, Gesicht. Ich meine, ist genug, ja, aber es ist jetzt nicht meine komplette Lebensgeschichte. Hier? Hallo. Zunächst einmal, finde ich, muss man Europa einen Glückwunsch aussprechen. Sie haben immer von einer Suchmaschine, einer europäischen, geträumt. Offensichtlich scheinen Sie jetzt ganz kurz davor zu sein. Ich würde ganz gerne noch mal wissen, welche von diesen Datenbanken, an welcher von denen nimmt das Vereinigte Königreich derzeit noch teil? Tun Sie das noch und auf welche Art und Weise werden Sie das demnächst nicht mehr tun? Also ich habe es jetzt nicht im Kopf, was man sieht hier auch bei dem, sag ich mal, bei der Zahl der Mit- oder der Teilnehmerstaaten ist ja die variable Geometrie, also die sozusagen da in diesem Datenbankbereich gilt. Mal sind es 30, mal sind es 32, mal sind es 26 Teilnehmerstaaten. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf, an welchen davon Großbritannien teilnimmt. Aber es gilt natürlich das, was wir jetzt alle gehört haben in den letzten Wochen. Bis Ende des Jahres bleibt alles beim Alten und man wird sehen, was sie dann aushandeln. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber also mit Sicherheit, glaube ich, kann man davon ausgehen, dass sie einen Zugriff auf bestimmte Datenbanken behalten wollen. Und ich denke auch werden. Also, weil das ist ja, sage ich mal, eins der zentralen Themen auch praktisch der Verhandlungen, die jetzt kommen, dass man sozusagen diese Sicherheitsunion, also da Großbritannien, man sich gegenseitig zu brauchen meint. Also insofern, ja. Du hattest ja schon die Probleme mit dem Datenschutz angesprochen kurz. Welche Auskunftsrechte, wenn überhaupt, habe ich denn als Bürger und Bürgerin, um zu erfahren, ob ich darin gespeichert bin? Und habe ich denn dann die Möglichkeit, zum Beispiel eine Löschung zu beantragen oder zumindest den Zweck der Speicherung zu erfahren? Also die Rechte sind festgeschrieben, das ist schon so. Also datenschutzrechtlich ist da schon einiges drin, was man kennt. Ja, Auskunftsrecht, Recht auf Information, Recht auf Löschung und Korrektur, Recht auf Sperrung, das ist drin. Und man kann es sogar, das finde ich, ich kann das bei jeder beliebigen zugriffsberechtigten Behörde in jedem beliebigen Mitgliedsland machen und fragen, ja, ob ich da erfasst bin oder nicht. Und das ist dann nur die spannende Frage. Das ist ja auch so eine Erfahrung, gibt es ähnlich beim Schengen-Informationssystem auch. Da kann man sogar in jedem beliebigen Gerichtsstandort dagegen kämpfen. Aber da gab es dann so Dinge wie, da wird ein Prozess in Deutschland geführt, weil man irgendwie aus dem Schengen-Informationssystem, weil man einen Eintrag aus den Niederlanden hat. Und da gibt es dann unterschiedliche Rechtsauffassungen zwischen dem deutschen Gericht und den Niederlanden. Also mitunter stellt sich das als nicht so leicht raus, dann da rauszukommen. Aber sag ich mal, per se, diese Rechte gibt es erstmal. Und ich glaube, da auch ehrlich gesagt, dass man dann Auskunft bekommt, bloß was man dann davon hat oder wie weit man das dann treiben kann, das ist dann die andere Frage. Also wie der Rechtsschutz dann wirklich durchsetzbar ist. Ich fand den Aspekt des Moving Targets eigentlich sehr spannend, weil das ist natürlich in der Praxis immer die spannende Herausforderung im Datenschutzfeld. Ne? Wie fix sind Sachen, die ich sozusagen aus Datenschutzsicht prüfen muss? Jetzt ist die Frage, das, was du gerade als sehr noch mit einer hohen Varianz beschrieben hast, gibt es dort einen juristischen Hebel auf europäischer Ebene, etwas wegen nicht hinreichender Prüfmöglichkeiten mit einer Art einstweiligen Verfügung zu stoppen oder wenigstens zu behindern/blockieren?
Also ich bin selbst kein Jurist, nur das, was ich weiß, ist, ich komme ja sozusagen als Einzelperson nicht so ohne weiteres vor den EuGH. Ich glaube, das dürfte das Problem sein. Ich hatte neulich, habe ich auch mit Anwälten darüber gesprochen, da brachte jemand, leider fehlt mir der Begriff nicht mehr ein, aber da brachte jemand ins Spiel, naja, das sei, sage ich mal, so eine fundamentale Änderung dessen, was bislang passierte, dass der sagte, er sehe sogar Möglichkeiten für eine Verfassungsbeschwerde, aber müsste ich selber nochmal nachgucken, wie das begründet war. Ja, also ich meine, zu all dem, was ich gesagt habe, erstmal denke ich, muss man sagen, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Deswegen sage ich, okay, jetzt was Nachjustierung oder so betrifft, das rechtlich anzufechten, gibt es zu tun, wenn man Möglichkeiten sieht. Leider hat aber, also ich weiß nicht, es gab ja mal eine Klage gegen das Ausländerzentralregister, die vom Europäischen Gerichtshof gelandet ist, wo es damals hieß, allerdings noch vor dem Inkrafttreten des Lissabon-Vertrages und der Grundrechtecharta, dass eigentlich eine zentrale Erfassung von Ausländern okay ist, wenn sie denn dem Migrationsmanagement dienen. Also ja, muss man gucken. Jo, hier. Vielen Dank. Du hattest gesagt, hier werden zunächst mal basale Daten gespeichert. Du hattest aber auch das Pre-Screening für die Einreise in die USA genannt, wo ja auch nach Social Media Accounts gefragt wird. Frage also, vielleicht nicht jetzt in diesen Hardcore-Datenbanken per se, aber verknüpfbar Einreiseinformation, Screening in Social Media, ist das in Europa auch zu erwarten oder ist das politisch in Europa noch nicht opportun? Also das kann ich nicht genau beurteilen, was da, sag ich mal, kommt. Ich muss mich aber insofern korrigieren, danke für sozusagen die Intervention, weil es schon natürlich so ist bei ETIAS und auch beim Einreiseinformationssystem, dass da so sogenannte Dossiers angelegt werden, die auch eine Reisegeschichte sozusagen abbilden. Nur die Abfragen, da, also ich habe jetzt keine Möglichkeit zu suchen irgendwie nach Stichworten, die mir irgendwie eine Auskunft darüber geben würden, also bislang zumindest ist es nicht vorgesehen, ob jetzt, was weiß ich, spuck mir mal alle aus, die in Brüssel dann und dann irgendwie eingereist sind oder so. Aber wer weiß, vielleicht kommt es. Also dann würdest du vielleicht doch recht haben, dass man da eben gröbere Rasterfahndung machen oder eine intensivere Rasterfahndung machen kann, als man sie jetzt macht. Bislang ist es eher so zur Identifikation von Personen. Und wenn dann eine Person sozusagen aufgefunden wird, wenn es dann um die Bekämpfung von Straftaten geht, dann kann ich mir sozusagen nochmal hinter, also dann kann ich mir als suchender Polizist und ich habe einen Treffer, dann kann ich mir nochmal die Hintergrundinformationen zu der Person kommen lassen, dann würde ich sozusagen auch Informationen in einem zweiten Schritt darüber bekommen, über diese Reisegeschichte oder so. Dankeschön. Leider rennt uns die Zeit ein bisschen davon, deswegen können wir keine weiteren Fragen oder Diskussionsanregungen annehmen, aber danach kann man bestimmt noch ein bisschen